Die Werte, die für mich so wichtig sind beim Rapid-Fan sein, ist nicht irgendwie brutal und deppert sein, sondern da geht es um eine Solidarität, da geht es um einen Zusammenhalt, da geht es um eine Ehrlichkeit. Und das ist eine Welt, die ich gern hätte. Kurz vor der WM in Katar ist das Image des internationalen Fußballs mies wie nie und das ist noch nett formuliert. Gleichzeitig sind auf den kleineren Fußballplätzen und in den Fankurven viele Dinge im Umbruch, auch hier in Österreich. Damit herzlich willkommen bei AUX. Wie moralisch verkommen ist die Welt des Fußballs tatsächlich? Wo entwickelt sich die hiesige Fankultur hin und gibt es ein Leben nach der professionellen Fußballkarriere? Diesen Fragen wollen wir uns heute widmen, gemeinsam mit hochkarätigen Gästen. Wir sprechen mit dem langjährigen Einser-Goalie der Nation, Robert Almer, über die Highlights und Tiefpunkte seiner Karriere. Die Quali, denke mir jetzt gerade, das Tor, was du gemacht hast gegen Russland, wo ich indirekt ja. Assist. Der einstige Nationalmannschaftsstar Rubin Okotie erzählt uns von seiner neuen Berufung als Galerist und Gastronom. Bei mir war es Gott sei Dank der Fall, dass ich dann gleich meine Geschäfte gehabt habe, wo ich sofort gebraucht worden bin und eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt habe, in ein Loch zu fallen. Und Ace performen eine AUX Live-Session. Wenn man von Fußballfans spricht, dann denken viele an Aggressivität und Männlichkeit im eher negativen Sinn. Für unser heutiges Editorial haben wir einen Fan gefragt, wie man im Block West von Rapid Wien das Gegenteil beweist. Bei jedem Fußballverein gibt es die aktive Fanszene. Das sind die Fans, die wirklich quasi ihr Leben für den Verein geben. Und bei Rapid gibt es da sehr viele solche Gruppen und die sind gemeinsam der Block West. Also wenn ich im Stadion war, das war ein geiles Erlebnis und wir haben irgendwie gewonnen, dann tragt mir das auch zwei Wochen. Dann bin ich einfach gut drauf, weil es Rapid gut geht. Also das Besondere bei Rapid sind auf jeden Fall die Fans. Das ist der Block West, das ist die Kurve, das ist die aktive Fanszene. Das ist einfach das Herz von Rapid. Ich habe mich in Rapid, ich sage immer verliebt, aber da war ich glaube ich 12 oder 13 und ich kann mich überhaupt nicht mehr erinnern, wie das Spiel war. Ich habe nur mal, also Blickrichtung war zu den Rapid-Fans. Und die Bengalen dort, die Gesänge, die Fahnen, genau das hat mich so fasziniert und total war ich so hingezogen zu diesem ganzen Ambiente, dass ich mir gedacht habe, da einmal drinnen stehen wäre so. Das Größte, was ich mir vorstellen kann als 12-jährige Clara. Das Stadion ist einfach so ein Zuhause, dass mir halt immer das Herz aufgeht und ich nervös werde. Und wenn man im Stadion alleine ist, diese ganze stumme Atmosphäre, die bebt schon so, die wartet schon so drauf, dass jetzt wieder was stattfindet. Rapid! Es ist wie so ein Kraftort im geilsten Sinn. Es gibt oft das Bild, dass Rapid-Fans oder Fußballfans halt irgendwie weiße Männer Mitte 40 sind. Und mir ist einfach voll wichtig, dass alle Leute wissen, dass so viele leibende Frauen bei Rapid im Stadion sind und dass es wirklich cool ist und dass wirklich jeder einfach hinkommen kann. In meiner Geschichte ist es ein wahnsinnig empowernder Moment gewesen, wie ich zum ersten Mal ins Stadion gegangen bin. Die ÖFB-Nationalmannschaft spielt heute gegen Nordmazedonien und wir haben den FFGHÖ-Fetzen mit, also das Transparent von Fußballfans gegen Homophobie Österreich, die sich dafür einsetzen, dass Homophobie im Fußball irgendwie irgendwann mal endet und positiv formuliert, ein Fußball für alle. Und das steht eigentlich im Rapid-Leitbild auch drinnen, dass es unabhängig von woher du kommst oder wer du bist, du quasi bei Rapid willkommen bist. Sexistische oder homophobe Sprüche sind einfach ein Problem, weil es um die mentale Gesundheit von den Spielern und Spielerinnen geht.
Also nur ein Spieler oder Spielerin, die wirklich quasi voll sie selber sein können, so wie sie sind, kann dann auch 100% am Platz geben. Ich persönlich und alle, die um mich herum stehen, singen bei homophoben Sachen nicht mit. Und mir persönlich wäre lieber, wenn das nicht wäre. Ich glaube, es gibt da kreativere Sprüche, mit denen man den Gegner fertig machen kann. Mir ist es einfach ganz wichtig, dass sich jeder wohlfühlt beim Fußball. Mehr von Clara sehen wir später, wie man sich als Spieler tatsächlich vor Zehntausenden gegnerischen Fans fühlt. Das wissen unsere heutigen Gäste nur allzu gut. Ich freue mich sehr, dass keine geringeren als Rubin Okotie und Robert Almer bei uns zu Gast sind. Servus. Hallo. Servus, hallo. Eigentlich braucht man keine Vorstellung für euch, warum wir euch in eine Folge über Fußballkultur eingeladen haben, haben wir trotzdem ganz kurz und knapp zusammengefasst. Rubin Okotie hat schon vor seiner Karriere als Profifußballer einen internationalen CV angedeutet. Als Sohn nigerianischer und österreichischer Eltern in Pakistan geboren, wuchs er in Barcelona auf und hängte nach Karrierestopps in Europa und Asien sein Fußballtrikot an den Nagel. Nur um heute als Familienvater und Gastronom mit dem E-Scooter durch den 7. Bezirk zu scheppern. Nationalteamkollege Robert Almer ist durch Zufall, aka Verletzung eines anderen Spielers, im Jugendkader Torwart geworden. Nach einer illustren Fußballkarriere und 33 Länderspielen endete seine Laufbahn als legendärer Torhüter so, wie sie anfing, mit einer Verletzung. Was Robert nicht daran hinderte, mit seinem Business als Speaker, Coach und Mentor durchzustarten. Was ist eure liebste Erinnerung an eure gemeinsame Zeit bei der EM 2016? Und ist der Profisport-Ruhestand so, wie ihr ihn euch vorgestellt habt? Ich glaube, gemeinsame Erinnerungen dürfte es bei euch einige geben, oder? Ja, kennen tun wir uns ja schon einiges länger. Ja. Enttäuschender war natürlich dann das Abschneiden bei der Euro. Aber die Quali, denke ich mir jetzt gerade, das Tor, was du gemacht hast gegen Russland, ja, wo ich indirekt Assist. Stimmt, ja. Ja, aber das sind Momente, die einen als Menschen prägen, die aber natürlich auch im Land was bewegt haben. Also diese Euphorie, die da vor der Euro entstanden ist, das war schon was Außergewöhnliches. Rubin, du hast, glaube ich, mit 6 mit dem Kicken begonnen, warst mit 20 Bundesligaspieler, aber wann hast du dir zum ersten Mal selber die Frage gestellt, was mache ich nach meiner Karriere? Ja, ich habe, wie du gesagt hast, mit 6 begonnen bei Wiener Viktoria, bei einem kleinen Verein im 12. Bezirk. Und von Tag 1 war eigentlich mein Traum, Fußballer zu werden. Also von dem Tag, wo ich bei Wiener Viktoria begonnen habe, hat es dann nur noch Fußball für mich gegeben. Ich hatte mit 21 eine richtig schwere Knieverletzung, einen Knorpelschaden. Aber selbst zu diesem Zeitpunkt habe ich nicht gedacht, ich habe gesagt, okay Rubin, das ist jetzt eine riesen Herausforderung für dich, diese schwere Verletzung. Aber du kommst zurück und ich habe auch zu dem Zeitpunkt jetzt noch nicht an eine Karriere danach gedacht, sondern ich war wirklich immer so mit Fokus, Scheuklappen, wirklich Tunnelblick, danke dir, nur auf Fußball fokussiert. Und ich würde dann sagen, mit dem Schritt, wo ich dann nach China gewechselt bin, 2016 nach der Europameisterschaft, habe ich mir dann schon Gedanken gemacht, okay, wie lange möchte ich noch spielen, wie lange geht es mit deinem Knie noch gut? Da war ich dann 28, 29 in dem Alter, habe ich dann begonnen zu schauen, was möglich wäre nach der Karriere. Ich lese eigentlich relativ oft von Spielern, die quasi in dieser Transition so ein bisschen in ein Loch fallen. Wie sehr wird darauf geschaut, dass Spieler diesen Übergang auch gut schaffen? Ich glaube, man muss es in Österreich sicher auch sehr differenziert sehen, weil dieses wirtschaftliche Niveau, das vielleicht dann international oder was jetzt auch der Rubin mit China oder im Ausland kennenlernen durfte, haben ja die meisten in Österreich nicht. Jetzt legen die alles auf die Karte Fußball, schon in jungen Jahren, vernachlässigen dann natürlich die schulische Ausbildung, weil es auch nicht so viel Angebot gibt und Möglichkeiten gibt. Und wenn du dann im Laufe der Karriere halt nicht die Möglichkeit hast, viel Geld zu verdienen oder so, wie dass du dann auch dir Zeit nehmen kannst, um diesen Schritt dann nach der Karriere zu wagen oder machen zu können, dann stehst du halt irgendwann da, hast kein Geld verdient und dann ist die Karriere vorbei und sagst, ja, was mache ich jetzt? Ich glaube, dass das auch für viele sehr schwierig ist, weil du hast als Fußballer hast du wirklich, lebst du eigentlich in so einer Art Scheinwelt oder Bubble und hast wirklich ein echt schönes Leben
und bist auch ständig dieses Leben gewöhnt und auf einmal von heute auf morgen ist es dann nicht mehr da, dieser Fame und diese ganzen schönen Begleiterscheinungen, sie fallen dann vielleicht weg. Mhm. Und ich glaube, dass da einige wirklich dann Probleme haben, da zurechtzukommen. Bei mir war es Gott sei Dank der Fall, dass ich dann gleich meine Geschäfte gehabt habe, wo ich sofort gebraucht worden bin und eigentlich gar keine Möglichkeit gehabt habe, in ein Loch zu fallen. Hast du die Stronach-Akademie beendet? Ich war in der Stronach-Akademie, aber ich habe sie dann abgebrochen. Also ich war dann relativ früh bei den Profis und habe es dann einfach nicht mehr geschafft. Und wie gesagt, wie ich es vorher erwähnt habe, mein Fokus war wirklich nur Fußball. Aber das würde ich jetzt auch keinem empfehlen, weil es hätte auch richtig schief gehen können bei mir. Mhm. Ich habe dann mit 21 die schwere Knieverletzung gehabt. Ich erinnere mich noch, wie der damalige Doktor zu meiner Mutter gesagt hat, ob ihr Sohn noch was anderes gelernt hat. Und sie dann fast in Tränen ausgebrochen ist, weil ich die Schule abgebrochen habe. Und sie hat gesagt, Rubin, mach das bitte fertig. Ja, und das war wirklich schon eine kritische Situation. Es hätte auch dann sagen, vorbei sein können und ich habe dann keine Schulausbildung gehabt. Und was hätte ich dann gemacht? Schwierig ist ja natürlich dann schon auch, dass die Vereine auch Druck machen. Weil da jetzt mit jungen Jahren bei den Profis dabei bist, sagt er, ja, du bist am Vormittag beim Training. Wenn du jetzt in der Schule bist, wird das schon wieder schwieriger. Das heißt, da bräuchtest du sehr viel Verständnis in der Schule. Mhm. Muss dann auch vielleicht für dich selbst einen Ehrgeiz haben, hey, ich setze mich dann am Abend um 10 Uhr auch nochmal hin und lerne was. Das ist natürlich auch wieder Thema, dann, so wie du jetzt richtig gesagt hast, ich will mich aber eigentlich auf den Sport konzentrieren. Und also, das ist relativ schwierig, da dann ein Maß zu finden, das dann passt und funktioniert. Das bedarf dann auch viel Eigeninitiative. Jetzt sind wir sehr kurz vor der WM in Katar, die Proteste auslöst, die viele Leute frustriert. Wie sehr könnt ihr auch nachvollziehen, dass Leute über die Zustände im internationalen Fußball frustriert sind und seid ihr selber auch frustriert drüber? Ja, also Fußball hat sich immer mehr in ein richtiges Business entwickelt. Das war früher schon ein Business, aber jetzt geht es wirklich fast nur noch, okay, wie kann ich mehr Fernsehrechte, wie kann ich mehr Profit, wie kann ich die Spieler besser vermarkten und ein bisschen die Identität und das Herz oder das Schöne im Fußball geht dadurch ein Stück weit verloren. Auch die EM in Katar zu einem Zeitpunkt, wo eigentlich du mitten in der Saison bist und auch die Bedingungen vom Wetter her und die Arbeitsbedingungen, wie viele Menschen da unter nicht arbeitswürdigen Bedingungen gearbeitet haben, wie viele gestorben sind und solche Sachen, sind alles ganz kritische Themen, die man eigentlich schon besprechen sollte. Aber auf der anderen Seite gibt es dann so einen finanziellen Druck von diversen Sponsoren, von UEFA und so, dass das einfach schwer dann richtig auszubalancieren ist. Ja. Ich glaube, dass man da einfach auch irgendwann einmal einen Schritt zurück machen muss und das betrifft jetzt nicht gerade nur den Fußball, sondern es ist ja in der normalen Wirtschaft genauso. Ich höre immer nur Zahlen, ja, wir müssen Wirtschaftswachstum. Irgendwann geht das halt nicht mehr. Und das ist im Fußball auch so. Wir sind jetzt mittlerweile auf dem Deckel und du wirst es halt einem normalen Sterblichen halt dann irgendwann nicht mehr verkaufen können, dass für einen Spieler 100, 150 Millionen ausgeben werden, dass die Gehälter ja auch extrem hoch sind, wenn man es jetzt mit anderen Sportarten vergleicht. Nehmen wir Golf, du hast wahrscheinlich die Top 100, die richtig viel verdienen. Bei uns sind es wahrscheinlich die Top 1000, 2000, 3000. Jetzt ist in Österreich, hat in den letzten Jahren die Damen-Nationalmannschaft für Begeisterung gesorgt. Und ich glaube, in kaum einem Feld ist der Gender Pay Gap so riesig wie im Fußball, obwohl die Frauen großartige Leistungen bringen. Frustriert euch das selbst auch? Wie blickt ihr auf das Thema? Was ich schon sagen möchte, ist, es sollte schon nicht so eine große Lücke sein, sondern es sollte schon ein angemessenes Niveau sein, auch für die Damen. Die leisten echt super Erfolge, super Spiele gemacht, jetzt auch jetzt wieder, und das sollte auch honoriert werden, also nicht nur von uns Fans, sondern auch finanziell. Ja. Also ich glaube, dass es jetzt auf Vereinsbasis wahrscheinlich relativ schwer wird, sowas umzusetzen, weil natürlich, wenn man jetzt die Bundesliga hernimmt, einfach viel Zuschauer sein, bei den Damen relativ wenig. Bei der Nationalmannschaft wird es natürlich die Möglichkeit geben, über den Verband das zu regeln, was Prämien betrifft. Natürlich ist dann auch so, dass die Spieler dann sagen, ja, wieso sollen wir von dem was abgeben? Eine gewisse Solidarität ist, glaube ich, aber auch wichtig. Ja, das würde ich gut finden, wenn man sagt, okay, da gibt es einen Teil, der dann von den Männern zu den Damen also kommt. Ich weiß es zum Beispiel, oder gehört habe ich es in Australien, wo sie einfach bei den Spielern auch fixe Summen haben. Ich glaube, dass das bei den Frauen gleich ist und die auf einem relativ niedrigen Niveau sind, wo halt zum Beispiel die Einnahmen jetzt nicht in diesem Verhältnis ausbezahlt werden. Ich glaube, dass das der Verband an sich dann einfach in eine Richtung bringen muss und entscheiden muss. Und ich glaube schon, dass beim Damenfußball da mittlerweile sehr viel gemacht wird, sehr viel gefördert wird. Und umso mehr Mädels
den Fußball spielen, umso mehr werden sie dann auch Spiele anschauen. Genau, ja. Stichwort Frauenfußball. Wir kommen an dieser Stelle zu Teil 2 unseres heutigen Editorials mit Clara Galistl. Alexa, schalte auf Canal Plus First. Ich schalte zu Canal Plus First auf Explore TV. Mein Fanclub gibt es seit 2019, das ist ein relativ junger Fanclub und wir haben von Anfang an immer darüber geredet, wie leiwand es wäre, wenn wir irgendwie Frauen in Rapid-Dressen in Hütteldorf auflaufen würden. Und wir haben uns dann gedacht, das probieren wir jetzt. Eben an Rapid die Anfrage herantragen, ein Frauenteam zu starten. Und wir haben das dann eingereicht und bei der Hauptversammlung präsentiert und es haben 95% der Mitglieder mit Ja abgestimmt. Offenbar ist es nötig, dass Mitglieder so einen Antrag stellen, weil das hätte die Geschäftsführung jederzeit einfach machen können. Und für uns war dann ein Erfolg, einfach diesen Antrag mal gestellt zu haben. Ich glaube, ein Frauenteam von Rapid ist aus mehreren Gründen wichtig. Das eine ist natürlich Repräsentation, dass man irgendwie Frauen hat in solchen coolen Positionen, ist für junge Mädels natürlich total super, das zu sehen. Ist auch für Jungs total super zu sehen, dass es irgendwie Frauen gibt, die halt einfach geil sind und Tore schießen und so. Ich finde aber das Wichtigste ist halt, dass man irgendwie schon gesellschaftliche Verantwortung hat, jetzt als Sport, sage ich, weil der Frauenfußball einfach lang verboten war quasi. Und deswegen diese Entwicklung, die es natürlich gegeben hätte, wenn Frauen nicht verboten gewesen wären auf diesen Plätzen, das muss man jetzt einfach nachholen. In der englischen Bundesliga zum Beispiel sieht man, dass die meisten Bundesliga-Teams eigentlich 50-50 Marketing-Budget in Frauen- und Männer-Teams investieren. Also da gibt es mega geile Videos von den Frauen und so Matchday-Aufrufe, wo man das Gefühl hat, so geil, wie die Frau irgendwie spielen sehen. So. Und ich meine, es sagt eh schon alles, dass das bei uns da in Wiener Neustadt stattfindet, wo man irgendwie 2 Stunden aus Wien raus braucht. Es ist voll wenig beworben worden. Die sagen, wir geben quasi Ressourcen in Frauenfußball, wenn der Frauenfußball mehr Fans anzieht. Wenn ich Ressourcen reingebe und Marketing mache, dann kommen Fans zum Spiel. Es läuft in diese Richtung und nicht in die andere. Also mir passiert es ab und zu, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dass Leute dann sagen, was, du bist Rapid-Fan. Und wo ich dann irgendwie mit einer Aggression konfrontiert bin, wo ich mir denke, so, hey, wir kennen uns überhaupt nicht. Entspann dich bitte kurz. Die Werte, die für mich so wichtig sind beim Rapid-Fan-Sein, ist nicht irgendwie brutal und deppert sein, sondern da geht es um eine Solidarität, da geht es um einen Zusammenhalt, da geht es um eine Ehrlichkeit. Und das ist eine Welt, die ich gern hätte. Für Clara geht es bei Rapid also um weit mehr als nur um Sport. Jetzt habe ich hier 2 langjährige Austrianer sitzen. Würdest du sagen, dass ihr mit euren eigenen Statistiken gut vertraut seid? Ehrlich gesagt, ich nicht, ne? Meine Statistiken können ja nicht so lang sein, weil ich spiele ja mit dem Kopf. Wir würden das Ganze nämlich ein bisschen auf die Probe stellen, in Form eines kleinen Speed-Quizzes. Mhm. Das Ganze funktioniert ganz einfach. Ich stelle euch Fragen zu euren eigenen Karrieren und ihr müsst sie einfach so schnell wie möglich beantworten. Wenn ihr die Antwort nicht wisst, könnt ihr einfach sagen, weiter. Okay. Aber wir würden es einfach mal ausprobieren. Das Ganze dauert 30 Sekunden. Alexa, stell bitte den Timer auf 30 Sekunden. 30 Sekunden ab jetzt. Wann war euer erstes Länderspiel? November 2011. 2009, glaube ich. Wie viele Länderspiele habt ihr gespielt? 33. 19. Wie viele Tore habt ihr in eurer Karriere erzielt? Keines. 100 vielleicht, keine Ahnung. In wie vielen Vereinen habt ihr gespielt? 9. 10. 10, habe ich in 10 Vereinen gespielt? Keine Ahnung. Das,
Danke auf jeden Fall fürs Zeitnehmen. Es war ein sehr, sehr, sehr interessantes Gespräch. Vielen Dank an unsere Gäste, Ruben Okotie, Robert Almer. War mir eine Ehre. Wir kommen an dieser Stelle zu einem weiteren kleinen Quiz, für das wir einen Superfan eingeladen haben. Ich bin der Max und ich will heute beweisen, dass ich über Fußball mehr weiß als die Alexa. Also der teuerste Spieler der Welt ist Kylian Mbappé. Alexa, wer ist der teuerste Fußballspieler der Welt? Der französische Nationalspieler Kylian Mbappé ist derzeit der teuerste Fußballspieler der Welt. Sein aktueller Marktwert liegt bei 160 Millionen Euro. Na bumm. Ich glaube, in der Gruppe mit Österreich gemeinsam waren Israel, Schottland, Dänemark, Moldawien und Polen. Alexa, welche Länder waren mit Österreich in der Gruppe F der WM-Qualifikation 2022? Hier ist eine Antwort, die ich von wikipedia.org übersetzt habe. Die Gruppe F bestand aus 6 Teams, Österreich, Dänemark, die Färöer, Israel, Moldawien und Schottland. Ja, die klassischen Färöer habe ich vergessen leider. Habe ich mit Polen verwechselt, aber passiert. Ja. Das schreit er. Alexa, welches Wort schreit Cristiano Ronaldo bei seinem weltweit bekannten Torjubel? Laut einem Alexa-Ansatz-Nutzer, Siu. Okay. Ja. Ja, also gegen die Alexa darf man schon mal verlieren. Die weiß halt alles. Und wenn man weniger als alles weiß, hat man schon verloren. Und alles wissen ist nicht immer einfach. Also ich nehme die Niederlage an und beim nächsten Mal mache ich es besser und gewinne. Alexa, danke dir. Es war mir ein Vergnügen. Hab noch einen schönen Freitag. Cool. Alexa, kannst du mir bitte jeden Freitag um 19.45 Uhr einen Reminder stellen, wenn AUX läuft? Okay, ich werde eine Erinnerung erstellen, die jeden Freitag um 19.45 Uhr startet. Herzlichen Dank. Es war mir eine Ehre. Einen schönen Freitag dir. Und wir kommen an dieser Stelle noch zu den Event-Highlights presented bei Ö-Ticket. Oscar spielt am 28.10. in der Kulturfabrik in Kufstein. Dame geht im November auf Tour mit Terminen in Innsbruck, Graz, Wien, St. Pölten und Linz. Die Fettes Brot ist History Tour macht am 12. April im Gasometer in Wien halt. Und das Electric Love Festival geht von 5. bis 8. Juli 2023 am Salzburgring über die Bühne. Und wir kommen damit zum Ende der heutigen Folge von AUX. Aber wie immer haben wir natürlich eine AUX Live Session. Heute von Ace mit dem Song Showbiz Baby. Ich verabschiede mich an dieser Stelle und sage ciao. Bis nächste Woche. Taking up space. Did I do it right? Did I give you time?
you are the guys now. All this talk's cheap, I cannot repeat. But just send a sweet thing, cause when you leave now, whatever baby, we will be just fine. And I'll never look for another sign. I want you closer than we're closest. And I don't care about where all your clothes is. Cause I know now this is part of showbiz. I see you when we come back to town. Cause you take me far away. I'm so far away. And I cannot stay far away. I'm so far away, yeah. And I cannot stay. I guess I could say that I'm so still and quiet and sweet. Alexa, bitte schalte A1 TV aus. Super.